Ja, Sie haben hier also ein Behältnis in der Hand. Da steht drauf Baustoffe, aber das ist ein spezieller Baustoff. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie da drin? Also das ist der Bremssand für die Deutsche Bahn, deshalb stehen wir auch hier auf der Messe. Und was bremsen Sie denn damit? Wo wird gebremst? Normalerweise denkt man ja, je schneller es geht, desto besser. Aber Bremse denken auch viele an Metallteile, nicht an Sand. Naja, also es handelt sich ja hier um den Lokbremssand, der eingesetzt wird bei den Bahnen der Deutschen Bahn, beziehungsweise natürlich auch Straßenbahn, U-Bahn etc., wird nicht nur zum Bremsen genommen, sondern er wird natürlich auch zum Anfahren, also zum Losfahren, wieder genommen. Und Sand, das ist jetzt nicht derselbe Sand wie im Sandkasten? Nein, also den Spielsand verkaufen wir tatsächlich auch. Der ist natürlich keimfrei für die Kinder zum Spielen. Dieser hier ist aber speziell wirklich für die Bremssysteme gemacht worden und ist ein ganz spezieller Quarzsand. Der muss natürlich gewisse Anforderungen erfüllen letztendlich. Das geht von den chemischen Voraussetzungen, dass er sehr rein sein soll, sehr sauber sein soll. Er muss eine bestimmte Sieblinie erfüllen. Er muss gewaschen sein, frei von Humusanteilen, sodass er natürlich dann, wenn er feuergetrocknet ist und abgesiebt ist, nicht irgendwelche Komplikationen beim Ausbringen und sozusagen nicht funktioniert. Das wäre schlecht. Ja, wir hatten im Manager-Magazin jetzt gerade berichtet, dass es eine frische Norm für die Besandung gibt. Und da sind Granulationswerte angegeben. Bei einem Naturstoff könnte man ja denken, ja, wie kriegen Sie das jetzt hin, dass das nicht zu klein und nicht zu groß ist? 7 verstehe ich schon, das Große fällt weg. Aber was machen Sie mit dem Kleinen? Wie schaffen Sie es, dass die Mindestgröße der Körnung erreicht wird? Also das erklärt Ihnen lieber der Herr Müller, der einfach in engen Kontakt mit der Produktion steht und ja, auch die neue Norm schon kennt. Richtig, genau. Also es geht ja um eine bestimmte Sieblinie, die erreicht werden muss. Und dafür gibt es Vorgaben, zum Beispiel die 0816 ist so die Vorgabe für die gesamte Sieblinie und da darf ein gewisser Anteil nur darunter liegen und ein gewisser Anteil nur darüber liegen. Und das muss man also genau einhalten. Und dann gibt es auch noch sogenannte Zwischenwerte, sodass man also ein gutes Verhältnis hat, damit eben dann, wenn er ausgebracht wird auf der Schiene, letztendlich zu den Eigenschaften führt, bremsen oder eben beim Losfahren, dass das nicht rutscht. Wenn Sie zum Beispiel viele Feinanteile drin hätten in dem Sand, dann kann das natürlich auch passieren durch die Witterungseinflüsse, durch Kapillarwirrung, Nässe zum Beispiel etc., die dann vielleicht zu dem Sand gelangen kommt, dass der klumpt oder sowas nicht rauskommt aus dem Besandungsgerät letztendlich. Und das wäre ja natürlich etwas, was nicht passieren darf. Also ganz, ganz wichtig, diese Sieblinie dann so herzustellen, dass es immer passt. Ja, ich habe gelesen, man denkt ja sonst erstmal Sand, das ist vielleicht Afrika, da nehmen wir uns jetzt mal die Hälfte der Sahara, da ist ja genug da. Aber angeblich soll das so sein, dass leider sich dieser große Menge von Sand überhaupt nicht eignet. Wie kommt das? Für diese Besandungszwecke? Das ist richtig. Das hat was mit der chemischen Zusammensetzung zu tun. Es geht da vor allen Dingen um den Siliziumanteil, der in dem Sand drin ist. Und der liegt hier bei diesen Quarzsanden bei 96%. Also das heißt, er ist sehr rein und damit hat er auch eine höhere Härte. Quarz hat ja Moschehärte 7. Und da kann natürlich ein Saharasand, der sehr weich ist und der vielleicht auch von seiner Granulologie vielleicht sehr rund ist und nicht ein bisschen spitzkantig, also ein bisschen kantengerundet ist. Solche Dinge können natürlich dann eher nicht da oder eignen sich einfach nicht dafür. Also Afrika fällt flach und jetzt sagen Sie, Sie haben das aus deutschen Landen sozusagen frisch auf den Tisch. Richtig, also ich sag mal, dieser Bremssand wird in Haida hergestellt. Das liegt im Land Brandenburg. Dort ist eine unserer Quarzsandlagerstätten. Die andere befindet sich in Quedlinburg. Dort haben wir einen gelberen, feineren Sand, der hauptsächlich für die Gießereien oder Bauchemie zum Einsatz kommt. Wie viele Jahre oder hoffentlich Jahrhunderte kann das denn noch durchhalten? Weil bei so spezifischen Anforderungen würde ich mal sagen, da ist das ja nicht, da ist Ihr Kapital sozusagen Ihre Gruben. Ne? Also die nächsten 40, 50 Jahre sind abgesichert in unserem Eigentum und danach schauen wir mal weiter.
Vielleicht gibt es ja da noch ein paar ungenutzte Flächen, die sie noch wieder auftun. Also wo andere jetzt Öl und Gas suchen, da suchen sie quasi Sand. Ja? So ist es. Ja, genau. Also für die Zukunft müssen wir natürlich schauen. Es ist jetzt erstmal ein gewisses Feld abgesteckt, was man bergbaurechtlich genehmigt hat letztendlich. Und da gilt es danach dann schon mal für die Zukunft noch zu gucken, wie weit kann man es erweitern. Sind die Vorkommen noch anschließend da? Weil die Geologie hört ja nicht an einen Stitt auf. Aber das müssen wir dann halt sehen, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir erstmal genügend im Vorlauf. Es ist mehr, als was manche Ölquellen noch voraussagen. Also da können wir dann sicherlich erstmal entspannt sein. Erzählen Sie noch was zu diesem Zeichen Q1, was da auf Ihrer Werbetafel steht, richtig, zusammen genau, mit dem Stichwort Deutsche Bahn. Ja, also letztendlich die Bahn ist eigentlich sehr, sehr präzise und was die Genehmigung angeht. Als Lieferant der Deutschen Bahn für Bremssande muss man ein Q1-Lieferant sein. Muss sich einer Zertifizierung unterlegen und zusätzlich gibt es noch eine herstellerbezogene Produktqualifikation, die sich damit auch noch anschließt und erst dann darf man an den Ausschreibungsverfahren der Deutschen Bahn mit dran teilnehmen. Also es sind sehr hohe Standards, die da gelegt worden sind und ja, wenn man das einhält und auch in der Überwachung dann Eigen- und Fremdüberwachung immer weiter fortführt, bekommt man dann diese Zertifizierung letztendlich. Kann ich denn jetzt zumindest sagen, bei Besandungssand, dass ein Sand dem anderen entspricht? Oder haben Sie da auch noch unterschiedliche Angebote, je nachdem, ob es für eine Straßenbahn ist oder für eine schwere Lok, die da 5000 Tonnen Züge oder so ziehen soll? Also in der Regel ist es so, es gibt eigentlich in der Bahnnorm eine Kornfraktion, die dafür benannt ist. Aber aufgrund der Technik, die ja doch mal etwas ältere, es gibt jüngere Technik, da gibt es dann schon noch mal Abweichungen davon und die muss man miteinander vereinbaren. Da weiß aber derjenige, der Techniker vor Ort, das und das benötige ich oder das benötigt diese Bahn und dann versuchen wir diese Sieblinie natürlich auch herzustellen für den jeweiligen Bereich. In welchen Verpackungsformen bieten Sie das denn an? Ich war mal bei der Straßenbahn hier in Berlin, da lagen da so Plastiksäcke und da war so ein Bottich, da stand auch Sand dort drauf geschrieben, also das war dann auch für den Laien erkennbar und das Ding wurde dann an so einen Stopfschutzen da so angeschlossen. Könnte es sein, dass das in Berlin auch von Ihnen stammte? Also ja. Es ist so, wir liefern in 25 Kilo Säcke in Big Bags, was eine Tonne ist, oder eben im Silo. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Silos direkt beim Kunden aufgestellt werden. Ja, das sind so jetzt die gängigsten Verpackungsgrößen. Und da muss der Kunde aber aufpassen, dass es da nicht reinrechnet, sonst ist die ganze Vorbereitung umsonst gewesen. Ganz, ganz wichtig. Es handelt sich um einen feuergetrockneten Quarzsand. Der hat eine Restfeuchte von weniger als 0,1% und das muss man auch einhalten, damit er eben rieselfähig in diesen Besandungsanlagen bleibt. Haben Sie noch ein schönes Schlusswort für alle, die Besandungssand brauchen oder brauchen werden? Was geben Sie denen mit auf den Weg? Also ich würde sagen, Sand wird knapp. Kauft ihn.